nicht sehr lange hier, kann auch relativ viel selber machen. Und dennoch bin ich immer wieder beeindruckt über die Geduld, die die Pfleger, Pflegerinnen haben. Und auch ihr, ja, nicht gleichbleibend, das wäre langweilig, ihr freundliches Wesen. Denn es ist harte Arbeit. Ich habe meine Mutter mehrere Jahre gepflegt. Ein bisschen habe ich mitgekriegt. Also es ist harte Arbeit und dass sie dann immer noch so freundlich und manchmal auch humorvoll reagieren. Dafür möchte ich schon allen danken. Wenn man schon reinkommt, die freuen sich, dass man da ist. Das ist schon schön. Ich sage danke für vor allem die, für die zu Pflegenden und Arbeitenden, die für uns alles so schön machen. Dafür danke ich. Ich bin voll und ganz zufrieden mit unserem Personal oben und mit allem, was drum und dran hängt, die Mitwirkenden. Ob das Reinigungspersonal ist oder Küche oder alles, was dazugehört. Dafür möchte ich mich bedanken. In jeder Form. Ich finde das schön, dass die Leute das merken. Dass sie merken, wie anstrengend der Beruf ist und dass sie uns mögen und dass sie Danke sagen können und dass sie lachen und dass man mit dem Feste feiern kann. Das ist schön. Ich fühle mich sehr wohl hier in dem Marienhaus. Ich bin in der Nachbarschaft geboren und für mich wäre auch gar kein anderes Haus in Frage gekommen. Ich möchte allen danken. Ich habe also jetzt vor 4 Wochen einen sehr schweren Zusammenbruch meiner Freundin begleitet. Und ich möchte mich bei der Station Josef für alle Pfleger und Pflegerinnen bedanken, die meine Uschi so gut umsorgt haben und mich mit dieser Situation nicht alleine gelassen haben. Ein Danke für alles. Sind alle freundlich. Und ja, es ist wirklich schön hier. Dieses Gefühl, dass man jemandem geholfen hat und das, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist einfach, ja, ich habe was getan und so kann es weitergehen. Ja. Und ich mache gerne den Beruf. Doch. Ich mache es gerne. Danke. 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 Danke.